Hallo, moin moin und guten Tag. Ich bin mal wieder im Angelparadies Hochmoor und ich stehe ja auf alles, was es gibt an saurem Fisch. Also sowas wie Brathering und wie Rollmops und zum Beispiel auch sauren Moselfisch. Das ist Rotauge gebraten und dann sauer eingelegt. Und den Stefan habe ich neulich mal gefragt, ob er mir das nicht überhaupt mal zeigen kann, wie man sowas macht. Aber natürlich auch mit Forellen. Und da hat er mir was erzählt von geräucherten Forellen, die man dann sauer einlegt. Und das soll total lecker sein. Da bin ich heute mal gespannt. Ich gehe jetzt mal rein. Moin Stefan. Moin Micha. Du hast mir erzählt von diesen super leckeren geräucherten Forellen, die du sauer eingelegt hast. Ja. Da stehe ich ja völlig drauf, diese sauren Sachen. Also vom Bismarck-Hering über Rollmops bis hin zu saurem Moselfisch esse ich ja sowas total gern. Das kenne ich auch alles. Aber eine geräucherte Forelle sauer eingelegt hat mir ein Angler, übrigens ein TFT-Teamangler, mal was von erzählt und ich immer nur so, ja, ja. Und ja. Und auf einmal kommt er an und bringt mir 4 Stück. Ja. So richtig schön. Ist ja nett eigentlich. Super nett. Übrigens ein Fundskerl. Und nur deswegen, weil ich ihn so mag, habe ich die mit einmal probiert und sagte so vorher zu Kam, möchtest du auch eine? Und die so, geräuchert, sauer eigentlich? Nee. Ja, und ich die probiert. Die war so lecker. Ich habe alle 4 selber gegessen. Ich habe Kam nicht einmal mehr gefragt. Ich habe sie gegessen, nachgekocht. Das muss lecker gewesen sein, sonst macht er das nicht. Seitdem haben wir die bei uns vorne im Fischladen, vor allem in den Sommermonaten, ja. Weil es ist einfach lecker. Eine Sülze isst man auch lieber im Sommer als im Winter. Und dann was sauer eingelegt ist. Und das ist ja eigentlich so, also wir räuchern ja mal gerne auch 20 Stück und diese sind jetzt frisch, die sehen ja noch top aus, aber ja. So nach einer Woche im Kühlschrank werden die ja, sagen wir mal, unansehnlich. Ja, die sind noch essbar, die sind haltbar. Ja. Aber die hier ist jetzt auch eine Woche alt. Ja, die sieht top aus. Und wollen wir gleich essen? Ja, machen wir gleich. Aber erst, zeige ich dir, wie wir die einlegen. Okay. Da bin ich also wirklich total gespannt, weil das ist ja. Wirklich eine Sache, die ich auch noch nie gemacht habe. Ja. Und das wollte ich eigentlich immer schon. Also auch so Bratfisch oder auch eben geräuchert. Dieses Sauereinlegen habe ich einfach noch nie gemacht selber. Werden wir in den nächsten Wochen machen? Machen wir eine kleine Serie von, würde ich sagen. Sauer eingelegte Sachen. Sauer macht lustig. Sauer macht lustig. Bis gleich. Ja, moin. Mal wieder eine schnelle Nummer. Räucherfisch sauer eingelegt. Dazu brauchen wir Essig und Apfelsaft und ein paar Gewürze. Sind wir eigentlich schon fertig. Das mit dem Aufmachen ist immer so eine Sache. Liter Apfelessig und nehmt bitte einen einfachen Essig. Wirklich Apfelessig nehmen. Es gibt die mittlerweile in den verschiedensten Varianten.
wirklich einen einfachen Apfelessig nehmen. Und bitte kein Balsamico oder was anderes an guten Essigen. Das nehmen wir für den Salat, aber nicht zum Einlegen. Auf die 0,7 Liter Essig 1 Liter Apfelsaft. Zwei Esslöffel von dem Kochfischgewürz. Ja, siehst du, ist ein kleiner Löffel. Da machen wir mal drei von. So, knapp 2 Teelöffel Salz. Und 2 Esslöffel Zucker. Das stellen wir dann auf den Ofen. Es kommen noch 3 kleine Gemüsezwiebeln rein und 2 bis 3 kleine Äpfel. Schneiden wir klein, mit rein, aufkochen, etwas abkühlen und dann auf die Forellen schütten. Jetzt nehmen wir die geräucherten Forellen. Ihr könnt dafür auch einen Topf nehmen, wenn ihr jetzt kein Gefäß dafür habt, wo wir halt die Forellen da so schön reinstellen können oder auch reinlegen können. Das ist nur einmal ganz kurz aufgekocht. Jetzt haben wir jetzt so weit abkühlen lassen, dass ich ohne weiteres schon da mit dem Finger reingehen kann. Das sieht jetzt noch sehr heiß aus, weil die Forellen aus dem Kühlhaus kamen. Da. So. Jetzt sieht es schon so aus wie das da. Das lassen wir jetzt noch 4 bis 5 Tage stehen. Dann können wir die essen und dann könnt ihr die ohne weiteres nochmals 14 Tage, 3 Wochen im Kühlschrank stehen lassen. Und ihr werdet überrascht sein, wie lecker die sind. Und dir gebe ich jetzt eine zum Probieren.
Stefan, das ging ja wirklich schnell. Das hatte ich mir viel komplizierter vorgestellt. Ja, die meiste Arbeit haben wir ja mit dem Räuchern gehabt. Gut, aber dann gehe ich jetzt mal davon aus, das haben wir einfach. Das haben wir, ja. Was wir haben, das haben wir. Genau, so sieht es aus. Das ist das, was du eben jetzt gerade gemacht hast. Ja. Das ist praktisch der Sud praktisch mit den frischen Äpfeln, mit den Zwiebeln drin. Das muss jetzt noch 5 Tage stehen, ja. Und du hast das aufgekocht eben gerade. Das hat dann 2 Minuten gekocht. Ja, nur einmal aufkochen lassen. Ja. Also sonst sind die Äpfel Matsche. Dann. Ah, okay, gut, ja. So, die Zwiebeln dürfen auch noch ein ganz klein bisschen Biss haben. Die liegen ja in dem Essig drin. Damit passiert nichts und das schmeckt gleich, wie du sehen wirst. Probiere ich gleich. Ja. Und das heißt, einmal kurz aufkochen und dann hast du es rausgestellt für ein paar Minuten. Das ist ein bisschen abkühlt. Das ist ein bisschen abkühlt, ja. Dass es nicht mehr kochend ist, sondern was ich dann hinter 60, 70 Grad habe. Ja, ich konnte den Finger schon reinhalten. Also noch weniger 50 Grad oder sowas. Und dann kannst du es auf die Forellen gießen. Die Forellen sind ja schon gar und deswegen flockt das Eiweiß ja auch nicht mehr aus. Ja, bei einem Bissmarkierung muss es ganz kalt sein. Bei einer Bratforelle darf es auch nur noch lauwarm sein. Ja. Aber die geräucherte Forelle hat ja schon eine feste Haut, dann darf es ruhig ein bisschen wärmer sein. Okay. Das ist praktisch das, was du vor einer Woche eingelegt hast. Ja. Und das ist das jetzt praktisch von vor einer Woche bei mir auf dem Teller. Das sind 2, die jetzt gerade hier rauskommen und die kannst du jetzt gleich mal probieren. Das werde ich nämlich jetzt genau machen. Und die kleinen Zwischenmuskelgräten, also du hast das ja eben gerade filetiert, die kleinen Zwischenmuskelgräten sind genau wie beim Hering, der sauer eingelegt ist, praktisch so weich geworden, dass man sie mit essen kann. Also jetzt nach 5 Tagen merkt man sie noch, aber wenn sie dann länger drin sind, gar kein Problem. Das ist wirklich lecker. Och. Ja, vor allem das Geräucherte mit dem Sauren. Ja, das harmoniert echt. Ja, sehr, sehr gut. Und wie gesagt, als ich die das erste Mal probiert habe, ich bin da auch sehr skeptisch dran gegangen und war angenehmst überrascht. Das hatte ich auch wirklich noch nie. Sehr, sehr lecker. So, und jetzt ob zu später zur Fastenzeit oder im Sommer, wenn es mal so richtig heiß ist, ist das ein erfrischendes Gericht, was wir einfach mal so im Kühlschrank stehen haben. Ja, oder wenn jemand mal einen Kater hat. Haben wir ja nie. Ich habe zwar nur einen Hund und keinen Kater, aber ich esse das auch ganz gerne. Sehr, sehr lecker. Freut mich. Und das sind die Äpfel? Ja. Auch die total lecker. Darum habe ich es dir auf den Teller getan. Ja, super. Aber es ist eine richtig frische Sache. Dazu ein paar Bratkartoffeln. Genau, sowas in der Richtung. Ja. Ja, toll. Also das gibt es bei mir demnächst häufiger. Geräusche vor allem habe ich immer da. Das weiß ich auch, dass es meiner Frau auch schmecken wird. Ganz leckere Angelegenheit. Muss man gemacht haben. Also kannte ich nicht, muss man gemacht haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über ein Like und über ein Abo freuen. Ihr wisst ja, man kann das einfach abonnieren, unten auf das Abonnieren drücken und auch auf die Glocke. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Kostet natürlich nichts, also für jemanden, der sich mit YouTube nicht so sehr auskennt. Die Abos sind selbstverständlich kostenlos und ich würde mich darüber freuen. Wenn ihr es macht, dann verpasst ihr kein Video. Bis dann. Ich esse jetzt erstmal ein bisschen weiter. Ciao.